Hallo zusammen. Die erste Form der Unsterblichkeit, die wir uns ein bisschen näher anschauen wollen, das ist der große Klassiker, die unsterbliche Seele. Die unsterbliche Seele ist eine unglaublich weit verbreitete Vorstellung in der Menschheitsgeschichte. Also wir finden diese Idee, dass es so etwas wie eine unsterbliche Seele gibt, in praktisch allen menschlichen Kulturen, wenn wir das so über den Globus und über den Verlauf der Zeit hinweg betrachten. Die Vorstellung, dass der Mensch eine oder vielleicht mehrere Seelen hat, von denen eine den Tod überdauern kann, ist eine praktisch universale menschliche Vorstellung, ein Grundbestandteil des menschlichen Denkens, könnte man sagen. So findet sich diese Idee beispielsweise in den Kulturen des alten Ägypten, in den Kulturen des alten Mesopotamien. Wir finden sie in Indien, wir finden sie in China, wir finden sie auch in der griechisch-römischen Antike. Wir finden sie auf der anderen Seite des Atlantiks in den vorkolumbianischen Kulturen Amerikas, wir finden sie in Australien, wir finden sie in Ozeanien, also wir finden sie eigentlich praktisch überall, diese Idee der Seele, der unsterblichen Seele. Gelegentlich wird in einer anthropologischen Perspektive spekuliert, dass diese Vorstellung von der Seele, also dass das Konzept der Seele, genetisch mit bestimmten Erfahrungen zusammenhängt, also zum Beispiel mit der Erfahrung des Traums oder mit außerkörperlichen Erfahrungen, die durch Trancezustände, durch Drogen und so weiter erzeugt werden können. Also dass in diesen besonderen Erfahrungen die Wurzel der Seelenvorstellung liegt, wobei das natürlich naturgemäß relativ schwer plausibel nachzuweisen ist. Wir haben auch schon gehört vor einigen Sitzungen, dass es nicht unbedingt nur eine Seele geben muss. Also es gibt ja diverse Kulturen, die unterscheiden zwischen den Körperseelen und der sogenannten freien Seele. Diese freie Seele ist dann eben das Lebensprinzip, dasjenige, was den Körper beseelt oder animiert, könnte man sagen. Und ist dann auch dasjenige, was den Tod des Körpers überdauern kann, während die Körperseelen mit dem Tod des Körpers ebenso vernichtet werden. Bei Homer, das hatte ich Ihnen auch schon mal erzählt, gibt es diese Trennung von Thymos und Psyche. Die Psyche, das ist die freie Seele, das Lebensprinzip, und Thymos ist eine oder die wichtigste der Körperseelen für die homerische Anthropologie. In der griechischen Antike taucht diese Idee von einer einheitlichen Seele, also nicht mehr die Unterscheidung in zwei oder mehr Typen von Seelen, erst etwas später auf, also so ungefähr im 6. Jahrhundert vor Christus finden Sie das. In anderen Kulturen gibt es das gar nicht. Diese einzelnen Vorstellungen von der Seele und wie die Seele aussieht, was die Seele ist, die sind durchaus sehr, sehr verschieden in den einzelnen Kulturen. Trotzdem, es bleibt diese eine Gemeinsamkeit, die Idee, dass der Mensch eine oder mehrere Seelen hat. Aber fragen wir uns doch jetzt erstmal in ganz allgemeiner philosophischer Abstraktion, was ist das eigentlich, eine Seele? Naja, eine einfache und auch sehr zutreffende Definition, die finden Sie bei Aristoteles, wenn Sie in seinen Text De Anima reinschauen, also in das Buch über die Seele. Darin sagt Aristoteles ganz schlicht, die Seele ist das, wodurch wir zuallererst leben, wahrnehmen und denken. Die Seele ist also zum einen das Lebensprinzip des Körpers. Das haben wir eben schon so gesagt. Also es ist dasjenige, was ein Lebewesen von einem unbelebten Gegenstand unterscheidet. Für Aristoteles haben daher auch alle Lebewesen eine Seele, wenn auch eine unterschiedliche Form von Seele. Also Aristoteles kennt drei verschiedene Seelenvermögen, also Abstufungen von Seelen, könnte man sagen. Da haben wir zum einen die Pflanzenseele oder die vegetative Seele, die allein den Stoffwechsel und die Fortpflanzung ermöglicht. Eine Stufe höher liegen dann die Tierseelen, die zugleich auch noch die Sinneswahrnehmung erzeugen können. Und auf der höchsten, der dritten Stufe, liegen die menschlichen Seelen, die darüber hinaus eben auch noch rationales Denken möglich machen. Also für Aristoteles ist das das animierende Prinzip der Seele, dass sie den Körper beseelt und lebendig macht. Also Seele ist das, was ein Lebewesen zu einem lebenden Wesen macht. Darüber hinaus ist die Seele aber auch noch etwas anderes, nämlich sie ist der Träger des Bewusstseins und der Träger der mentalen Zustände. Sie ist dasjenige, was Bewusstseinszustände ermöglicht. Also wenn ich denke oder empfinde oder irgendeinen Bewusstseinszustand habe, dann ist es eigentlich die Seele, die denkt und empfindet und die diesen Bewusstseinszustand hat. Also
Meine mentalen Zustände sind eigentlich Zustände der Seele. Meine Gedanken, Wahrnehmungen, Empfindungen und so weiter sind Gedanken, Wahrnehmungen und Empfindungen meiner Seele und eben nicht zum Beispiel meines Gehirns oder so etwas. Auch wenn natürlich die Seele und der Körper miteinander verbunden sind. Aber eigentlich ist das Bewusstsein ein Zustand der Seele. Aristoteles Seelentheorie hat jetzt darüber hinaus noch so einige andere Besonderheiten. Also vor allen Dingen ist wichtig bei ihm, dass die Seele die Form des Körpers sein soll, also der sogenannte Hylämorphismus. Deswegen kann für Aristoteles die Seele eben nicht unabhängig vom Körper existieren. Also Aristoteles Seelentheorie würde eigentlich eine unsterbliche Seele ausschließen. Deswegen werden wir die jetzt hier an dieser Stelle nicht weiterverfolgen, sondern schauen uns jemand anderen an, der auch eine interessante Seelentheorie entwickelt hat, die besonders relevant ist eben für die Vorstellung von einer unsterblichen Seele. Und dieser jemand, das war René Descartes. Bei René Descartes, da finden Sie so eine ganz klassische Ausformulierung einer Seelentheorie, die eine Unsterblichkeit der Seele auch zulässt. Der Grundgedanke dieser unsterblichen Seele oder der Grundgedanke dieser Seelentheorie, wie er auch bei Descartes vorkommt, der ist natürlich viel älter. Das hat Descartes nicht sich als Erster ausgedacht, sondern das finden Sie schon bei Platon, das finden Sie schon bei Pythagoras. Aber bei Descartes ist es eben besonders klar und präzise dargestellt. Deswegen nehmen wir den jetzt hier als ein Beispiel für diese Form von Seelentheorie. Was ist das Besondere an Descartes Theorie? Nun, Descartes Theorie, seine Seelentheorie, basiert auf einem metaphysischen Dualismus. Metaphysischer Dualismus bedeutet, das wissen Sie wahrscheinlich schon, die Wirklichkeit besteht aus zwei fundamental verschiedenen Substanzen, die unabhängig voneinander existieren und die nicht aufeinander reduziert werden können. Bei Descartes ist das einmal die materielle Substanz oder die res extensa, wie ihr das nennt, also die ausgedehnte Substanz. Und auf der anderen Seite haben wir die denkende Substanz, die res cogitans, also die geistige Substanz. Platt gesagt, Körper und Geist, also Materie und Seele, sind die zwei verschiedenen Substanzen. Wir als Menschen sind dann für einen solchen metaphysischen Dualismus eine Art ontologisches Mischwesen, weil wir aus beidem bestehen. Wir bestehen aus einer Symbiose dieser beiden Substanzen, aus einem Körper und einer Seele. Also wir haben einen materiellen Anteil und wir haben einen geistigen Anteil, die in uns irgendwie miteinander vermischt und verbunden sind. Aber für Descartes und die meisten anderen Dualisten auch, ist die Seele der wichtigere dieser beiden Teile. Ich bin nicht mein Körper, sondern ich bin meine Seele. Meine Seele ist der Kern meiner Person. Also was ich bin oder wer ich bin, das hängt von meiner Seele ab. Der Körper ist zwar mit dieser Seele in irgendeiner Weise verbunden, aber der Körper ist nicht notwendig für meine personale Identität. Die hängt einzig und allein an meiner Seele. Descartes drückt das so aus. Zwar habe ich vielleicht einen Körper, mit dem ich aufs Innigste verbunden bin, denn einerseits habe ich doch eine klare und deutliche Vorstellung meiner selbst, sofern ich lediglich ein denkendes, nicht ausgedehntes Ding bin. Andererseits habe ich eine deutliche Vorstellung vom Körper, sofern er lediglich ausgedehntes, nicht denkendes Ding ist. Somit ist sicher, dass ich wirklich vom Körper verschieden bin und ohne ihn existieren kann. Also Descartes Argument für die Unterscheidbarkeit von Körper und Seele, also für die Unabhängigkeit der beiden Substanzen, lautet: Ich kann mir vorstellen, ohne meinen Körper zu existieren. Das heißt, ich kann mir denken, dass ich als ein reines denkendes Ding existiere, also als eine körperlose Seele. Und umgekehrt kann ich mir den Körper als ein bloßes ausgedehntes Ding, also als ein lebloses materielles Ding denken, also wie einen Leichnam beispielsweise. Das heißt, ich kann mir den Körper als etwas denken, das nicht mehr ich ist. Und Sie können das jetzt ruhig so weiterspinnen, dass Sie sagen, ich könnte mir auch vorstellen, dass ich als körperlose Seele meinen leblosen Leichnam von außen betrachte. Also ich könnte dieses Ding, diesen Körper, mit dem ich verbunden bin, als etwas anderes betrachten, was nur ein materielles Ding ist, das von mir getrennt ist. Dieser Gedanke ist vorstellbar. Diese Art Gedanke enthält keinen Widerspruch. Das heißt, Körper und Seele sind klar voneinander verschieden, eben weil es denkbar ist, dass sie unabhängig voneinander existieren. Und wenn sie unabhängig voneinander existieren können, kann ich mir auch die Frage stellen, wer bin ich in dieser Situation, in der beide voneinander getrennt sind? Und dann liegt die Antwort auf der Hand, ich bin dann die Seele, nicht der Körper. Ich kann meinen Körper anschauen, aber mein Körper kann nicht ich sein und meine Seele oder so etwas von außen betrachten. Das ist nicht denkbar.
Ausgehend von einem solchen metaphysischen Dualismus ist es also grundsätzlich vorstellbar, dass die Seele den Tod des Körpers überleben könnte. Die Bedingung dafür ist natürlich, dass dieser metaphysische Dualismus auch wahr ist. Das heißt, dass es wirklich zwei unterschiedliche Substanzen gibt, die nicht aufeinander reduziert werden können. Oder formulieren wir es etwas schärfer, die Bedingung dafür ist, dass die Seele nicht auf den Körper reduziert werden kann. Ganz klar, also eine unsterbliche Seele kann es nur dann geben, wenn diese Seele nicht einfach nur eine, sagen wir mal, Funktion des Körpers ist. Warum sollte man das aber denken? Warum sollte man überhaupt annehmen, dass dieser metaphysische Dualismus wahr ist? Einen Grund haben wir gerade bei Descartes schon gesehen. Er hat gesagt, naja, es ist eben vorstellbar, dass das Bewusstsein oder die Seele unabhängig vom Körper existieren kann. Diese Vorstellung enthält keinen Widerspruch. Aber das ist ja nur die halbe Miete. Nur weil es vorstellbar ist, heißt das ja noch lange nicht, dass es real ist. Was Descartes gezeigt hat mit seinem Argument ist, dass es nicht unmöglich ist. Aber nicht unmöglich ist noch nicht das gleiche wie wirklich. Es zeigt nur, dass es möglich sein könnte, wenn Descartes recht hat, dass die Seele unabhängig vom Körper existiert. Es zeigt nicht, dass es so sein muss. Und ein anderes Problem, was auf den ersten Blick vorstellbar erscheint, könnte ja in Wahrheit einen Widerspruch in sich enthalten, also einen verborgenen Widerspruch, der uns auf den ersten Blick gar nicht auffällt und den wir erst durch längeres Nachdenken herausfinden können. Genau das ist der Weg, den wir jetzt immer versuchen einzuschlagen. Gibt es nicht vielleicht wirklich einen verdeckten Widerspruch in dieser Annahme, dass das Ganze vorstellbar ist, also dass wir uns wirklich denken könnten, Körper und Seele existieren unabhängig voneinander? Tatsächlich wird dieser metaphysische Dualismus, der in Descartes Zeiten sehr populär gewesen ist, heute nur noch sehr selten vertreten. Es gibt auch einige ganz gewichtige Argumente, die gegen diesen metaphysischen Dualismus sprechen. Zwei davon will ich Ihnen kurz nennen, die nach meiner Vorstellung die entscheidenden sind. Das erste ist ein echter Klassiker, das gute alte Problem der Interaktion, also der Interaktion zwischen Körper und Geist. Wenn doch, wie Descartes und die anderen Dualisten sagen, die materielle und die denkende Substanz absolut voneinander verschieden sind und vollkommen unabhängig voneinander, wie können sie dann miteinander interagieren? Also, dass Körper und Seele miteinander interagieren, das steht ja außer Frage. Wir können schlecht bestreiten, dass das wirklich passiert. Mentale Zustände können ja körperliche Ereignisse auslösen. Also, wenn ich zum Beispiel im Bett liege und denke, dass jetzt aber Zeit wäre, aufzustehen, dann löst dieses mentale Ereignis, also mein Gedanke oder mein Wunsch, jetzt aufzustehen, ein bestimmtes körperliches Ereignis aus, oder in den meisten Fällen zumindest, nämlich, dass mein Körper sich anfängt zu bewegen aus dem Bett heraus. Wir sprechen in dem Zusammenhang auch ganz gerne mal von mentaler Verursachung. Also, dass es mentale Verursachung gibt, ist eigentlich eine Tatsache, die uns aus dem Alltag vollkommen geläufig ist, die aber sehr schwer zu erklären ist, wenn der Dualismus recht hat. Also, wenn es überhaupt keine Interaktion geben dürfte zwischen Körper und Seele. Das Gegenteil gibt es natürlich auch, also die umgekehrte Situation, dass körperliche Ereignisse bestimmte mentale Zustände verursachen. Also beispielsweise, wenn in meinem Körper der Alkoholspiegel ansteigt, dann ändern sich auch meine Gedanken und Gefühle. Und das, was vor einer Stunde noch wie eine entschieden bescheuerte Idee ausgesehen hat, fühlt sich auf einmal richtig gut an. Wie könnte das möglich sein, wenn Körper und Geist vollkommen unabhängig voneinander sind? Also wenn die beiden Substanzen doch ontologisch absolut wasserdicht voneinander getrennt sind, wie wäre denn dann überhaupt eine wechselseitige Beeinflussung möglich? Auf diese Frage muss der Dualismus eine Antwort geben, denn ganz offensichtlich gibt es diese Wechselwirkung. Aber sie ist im Rahmen des Dualismus nicht sinnvoll erklärbar. Descartes' Antwort lautete, naja, die Zirbeldrüse macht das. Also die Zirbeldrüse, die zwischen den beiden Hemisphären des Gehirns liegt, die war in der Anatomie seiner Zeit bekannt geworden und Descartes vermutete, dass hier sozusagen die Brücke sich befindet zwischen dem Körper und der Seele. Aber wie genau die Zirbeldrüse das jetzt macht, dass sie zwischen den beiden verschiedenen Substanzen vermittelt, das sagt Descartes leider auch nicht. Also im Rahmen der Anatomie seiner Zeit mag diese Annahme vielleicht in irgendeiner Weise plausibel gewesen sein, aber theoretisch ist das doch ziemlich unbefriedigend.
Auch andere Lösungsversuche, die so in der Philosophie der Neuzeit versucht worden sind, sind nicht wirklich überzeugend. Es gibt da die okkasionalistische Alternative, also den Okkasionalismus von Nicolas Malebranche. Der behauptet ganz einfach, dass Gott immer dann eingreift. Also wenn ich irgendein mentales einen mentalen Zustand habe, der ein körperliches Ereignis auslösen sollte, dann greift Gott ein und sorgt dafür, dass auch auf der körperlichen Ebene das passiert, was auf der geistigen Ebene ausgelöst worden ist. Also wenn ich aus dem Bett aufstehen möchte, dann sorgt Gott dafür, dass mein Körper das tut, was mein Gott, was mein Geist, Entschuldigung, eigentlich vorhat. Sie sagen, das ist doch ziemlich redundant und ziemlich, sagen wir mal, weit hergeholt. Ja, da haben Sie wahrscheinlich recht. Eine Alternative dazu wäre von Leibniz die sogenannte prästabilierte Harmonie. Nach dieser Theorie interagieren Körper und Geist in Wirklichkeit gar nicht, sondern es sieht nur so aus, als würden sie miteinander interagieren, weil Körper und Geist von Gott zum Zeitpunkt der Schöpfung absolut parallel eingerichtet worden sind, so wie zwei exakt gleichgehende Uhren. Also wenn zwei Uhren exakt gleich gehen, könnte das natürlich daran liegen, dass der Mechanismus der einen Uhr den Mechanismus der anderen Uhr irgendwie beeinflusst, oder es könnte einfach so sein, dass sie vorher so konstruiert worden sind und Leibniz entscheidet sich für die zweite Variante. Körper und Geist sehen so aus, als würden sie interagieren, aber in Wirklichkeit tun sie es nicht. Gott hat das einfach nur ganz geschickt so eingerichtet, dass mein Körper sich genau zu dem Zeitpunkt aus dem Bett bewegt, in dem auch in meinem Geist der Wunsch entsteht, aus dem Bett aufzustehen. Aber der Wunsch bewirkt nicht, dass mein Körper sich bewegt. Ja, auch das ist keine allzu überzeugende Lösung. Insbesondere, wenn Sie Schwierigkeiten haben mit der Annahme, dass es da einen Gott gibt, der das Ganze in irgendeiner Weise eingerichtet hat, dann ist diese prästabilierte Harmonie auch keine wirklich sinnvolle Lösung für das Problem der Interaktion. Also das Problem der Interaktion, ein riesiges Problem für den Dualismus, und das allein dürfte vielleicht schon Grund genug sein, den Dualismus zurückzuweisen. Wenn Ihnen das noch nicht reicht, hier kommt noch ein zweiter Einwand gegen den metaphysischen Dualismus, nämlich das Problem der ontologischen Sparsamkeit. Sie kennen vielleicht schon das Prinzip von Occam's Razor oder Occam's Rasiermesser, benannt nach dem britischen Philosophen des Mittelalters William von Ockham. Dieses Prinzip besagt, nehme niemals mehr Entitäten in deiner Erklärung an, als notwendig sind für diese Erklärung. Das bedeutet, angewandt jetzt auf unseren Fall des Dualismus, wir sollten nur dann eine zweite Substanz annehmen, wenn es wirklich notwendig ist, um die beobachteten Phänomene zu erklären. Also wenn Sie irgendein Phänomen mit nur einer einzigen Entität erklären können, dann sollten Sie nicht zusätzlich noch eine andere Entität annehmen, die Sie für die Erklärung gar nicht brauchen. Wie ist denn das jetzt mit dem Bewusstsein? Lässt sich das Bewusstsein nur erklären, wenn wir eine Seelensubstanz annehmen? In der modernen Wissenschaft sieht es eher nicht so aus. Eigentlich alle Tatsachen über das Bewusstsein lassen sich erklären, wenn man annimmt, dass es einfach nur ein Produkt des Gehirns ist. Es gibt keine Phänomene, oder zumindest sind uns keine Phänomene bekannt, die eine Seelensubstanz als Erklärung für irgendwelche Bewusstseinszustände notwendig machen würden. Also nehmen Sie ein ganz simples Beispiel als Analogie. Sie haben einen Kriminalfall, irgendjemand ist ermordet worden, und Sie haben eine Person, die Sie als Täter identifizieren können. Diese Person hat ein Motiv, hat kein Alibi, die Fingerabdrücke sind am Tatort gesehen worden und so weiter und so fort. Dann haben Sie eine Erklärung für den Mord. Sie müssen jetzt nicht noch zusätzlich eine andere Person einführen, deren Fingerabdrücke nicht am Tatort zu finden sind, die kein Motiv hat, die nicht in der Nähe des Tatorts gesehen wurde und so weiter und so fort, weil diese zweite Person überhaupt nichts zur Erklärung beiträgt. Das ist eine überflüssige Annahme. Sie können alles, was Sie haben, allein mit der Annahme erklären, dass diese erste Person allein den Mord verübt hat. Sie müssen also keine zweite Person noch zusätzlich annehmen, die nichts Neues erklären würde. Es gibt überhaupt kein Phänomen, das erklärt werden müsste durch die Annahme einer zweiten Person. Genauso läuft es hier beim Dualismus. Wir können alles, was wir über das Bewusstsein so wissen, relativ gut erklären, indem wir es auf das Gehirn reduzieren. Das heißt, wir brauchen nicht noch zusätzlich zum Gehirn eine zweite, nicht materielle Seelensubstanz, um das zu erklären, was mit unserem Bewusstsein so passiert. Also die materialistischen Theorien sind wenigstens nicht schlechter als der Dualismus. Die Annahme einer geistigen Substanz wird damit überflüssig.
Das wäre natürlich etwas anderes, wenn es wirklich Phänomene gäbe, die nur durch einen Dualismus erklärbar sind. Also zum Beispiel sowas wie echte außerkörperliche Erfahrungen, bei denen wirklich das Bewusstsein außerhalb des Körpers sich befindet. Oder wenn es eben eine unsterbliche Seele gäbe, also dass das Bewusstsein nach dem Tod des Körpers weiter existiert. Wenn es das gäbe, wäre das ein starkes Argument für den Dualismus. Deswegen hat die Frage nach dem Leben, nach dem Tod eine auch darüber hinausgehende, sehr weitreichende metaphysische Bedeutung. Denn wenn es so etwas gäbe, wenn es sich zeigen ließe, dass es ein Leben nach dem Tod, eine unsterbliche Seele gibt, dann wäre das durchaus ein starkes Argument für den metaphysischen Dualismus. Also, der Dualismus ist an sich schon eine ziemlich wackelige Grundlage für diese Seelentheorie, für die Annahme einer unsterblichen Seele. Trotzdem, nehmen wir doch jetzt mal an, der Dualismus wäre wahr oder könnte wahr sein. Könnte es dann auf der Basis eines solchen Dualismus Gründe geben, die für die Annahme einer unsterblichen Seele sprechen? Der einschlägige Klassiker hier an der Stelle, das ist Platons Dialog Phaidon. Dieser Dialog handelt von den Ereignissen kurz vor der Hinrichtung des Sokrates. Also wir bekommen da einen Bericht über die Gespräche, die Sokrates im Kerker mit seinen Freunden kurz vor seinem Tod geführt hat, worüber natürlich über die Unsterblichkeit der Seele. Und Sokrates verteidigt hier die Idee, dass die Seele unabhängig vom Körper existieren kann, beziehungsweise dass der Körper vernichtet werden kann und die Seele trotzdem weiter existiert. Insgesamt gibt es in diesem Dialog 4 Argumente für die Unsterblichkeit der Seele und wir greifen uns jetzt hier nur mal eines als Beispiel heraus, das üblicherweise als das stärkste oder philosophisch interessanteste gilt. Das ist das sogenannte Argument der Verwandtschaft mit dem Unvergänglichen und öfters finden Sie dafür auch die englische Bezeichnung, das sogenannte Affinity Argument. Sokrates stellt hier folgende Frage. Welche Art von Dingen kommt denn dies Schicksal des sich Verflüchtigens zu? Und für welche Art von Dingen müssen wir fürchten, dass sie dies Schicksal erleiden? Für welche hin wiederum nicht? Und danach müssen wir zusehen, zu welcher von beiden Arten die Seele gehört. Und aufgrund dessen für unsere Seele voll Zuversicht oder voll Furcht sein. Also Sokrates stellt folgende Frage. Welche Art von Ding kann eigentlich vernichtet werden? Und dann argumentiert er weiter, nur das kann zerstört werden, was aus kleineren Teilen zusammengesetzt ist. Also das finden Sie jetzt nicht in dieser Textpassage, sondern da müssen Sie sich den ganzen Dialog oder zumindest die relevanten Stellen durchlesen. Das ist ein bisschen extensiver. Aber wie gesagt, Sokrates argumentiert jetzt weiter, Dinge, die zerstört werden können, müssen aus kleineren Teilen zusammengesetzt sein. Also nehmen Sie beispielsweise ein Auto. Ein Auto besteht ja aus diversen Einzelteilen. Es hat eine Karosserie, es hat einen Tank, es hat Reifen, es hat ein Lenkrad und so weiter und so fort. Wenn Sie dieses Auto in seine Einzelteile zerlegen, dann hört es auf zu existieren. Dann gibt es dieses Auto nicht mehr. Nun argumentiert Sokrates, nur körperliche bzw. materielle Dinge sind zusammengesetzt, nicht die geistigen Dinge. Die Seele ist aber kein körperliches, materielles Ding. Gerade das behauptet ja die dualistische These. Deshalb ist sie auch nicht zusammengesetzt. Und weil die Seele nicht aus kleineren Teilen zusammengesetzt ist, kann sie auch nicht in kleinere Teile zerlegt werden. Und deswegen kann sie nicht zerstört werden. Ganz einfach deshalb, weil sie nicht in ihre Bestandteile zerfallen kann. So lautet das Argument. Und wenn dieses Argument korrekt ist, wäre es ein Nachweis der Unsterblichkeit der Seele. Das Problem liegt allerdings gleich am Anfang in den Prämissen. Warum sollte denn eigentlich die Seele keine Teile haben? Nun, das ist in der Tat etwas seltsam, denn Platon selbst spricht zum Beispiel im Dialog Phaidros von verschiedenen Seelenteilen. Es ist nicht ganz klar, ob das eine Inkonsistenz innerhalb des platonischen Seelenbegriffs selber vielleicht schon impliziert. Aber mal abgesehen davon, es gibt ein ganz interessantes anderes Argument gegen diese Unteilbarkeits- oder Einfachheitstheorie der Seele, nämlich von David Hume. David Hume wendet ein, warum sollte eigentlich die geistige Substanz so komplett anders sein als die materielle Substanz? Also er versucht eine Analogie zwischen den beiden Substanzen herzustellen, zwischen Materie und Seele und sagt dann, die Materie besteht doch auch aus kleineren Materiepartikeln und die können sich miteinander verbinden und wieder auflösen und neu zusammengesetzt werden. Warum sollte das bei der geistigen Substanz denn eigentlich anders sein? Warum könnten wir nicht annehmen, dass es so etwas wie Seelenatome gibt, die nach dem Tod auseinandergehen, genauso wie der Körper? Also der Körper besteht aus Materieteilchen, die lösen sich nach dem Tod auf.
Analog dazu könnte man auch sagen, die Seele besteht aus Seelenteilchen, die sich auch nach dem Tod wieder auflösen. Und diese verbinden sich dann vielleicht auch wieder mit anderen Teilchen zu einer neuen Seele, so wie sich auch die Materie des Körpers mit anderen Materieteilchen zu einem neuen Körper von einem anderen Lebewesen wieder verbinden kann. Könnte doch sein. Also wenn wir von der Analogie der Materie ausgehen, warum übertragen wir dann nicht strukturgleiche Merkmale auf die geistige Substanz? Und selbst wenn die Seele einfach und unteilbar ist, wieso kann sie dann nicht einfach aus der Existenz verschwinden? Wieso muss denn eigentlich jede Form von Zerstörung mit einer Zerlegung in Bestandteile einhergehen? Zerstörung muss ja gerade eben nicht in allen Fällen heißen, dass etwas in seine Einzelteile zerlegt wird. Zum Beispiel könnte ein Ding einfach verschwinden oder verblassen. Also die Seele könnte einfach Schritt für Schritt aus der Existenz verschwinden, ohne dabei in irgendeiner Weise zu zerbröseln. Denken Sie als Beispiel an einen Verein, der sich auflöst. Der zerfällt damit ja auch nicht in seine Einzelteile. Er hört einfach so auf zu existieren. Warum könnte das nicht auch bei der Seele möglich sein? Also offenbar ist auch dieses Argument, das wir bei Platon finden können, nicht besonders überzeugend. Und es kommt noch Ärger. Es gibt auch eine ganze Reihe von Gründen, die klar gegen eine Seelentheorie sprechen. Erst recht gegen die Theorie einer unsterblichen, körperlosen Seele. Insgesamt würde ich sagen, gibt es da drei Problemfelder, die wir uns der Reihe nach kurz anschauen wollen, nämlich erstens das Problem der Individuation, zweitens das Problem der Konsistenz und drittens das Problem der Identität. Fangen wir mit dem ersten Problem an, die Individuation. Individuation, das bedeutet ja, dass man jemanden als ein konkretes Individuum von anderen unterscheiden kann. Also man kann eine bestimmte Person als diese und jene Person und nicht jemand anderes erkennen. Und das heißt auch, man kann diese Person reidentifizieren, also wiedererkennen in unterschiedlichen Situationen. Wie könnte ich nun eine körperlose Seele individuieren, also als diejenige Person erkennen, die sie früher mal gewesen ist, als diese Seele noch verkörpert war? Bei menschlichen Personen funktioniert Reidentifikation ja normalerweise über irgendwelche körperlichen Merkmale. Also nehmen Sie mal an, beispielsweise, Sie haben da zwei Zwillinge, Tim und Tom, und wollen wissen, wer von beiden ist eigentlich welcher. Wer ist Tim und wer ist Tom? Wie machen Sie das? Nun, Sie können Tim von Tom unterscheiden durch seinen Haarschnitt, durch seine Figur, durch seine Art zu sprechen, seine Art zu gehen und so weiter und so fort. Natürlich, klar, also die beiden werden nicht durch ihre Frisuren zu unterschiedlichen Personen. Sie sind bereits unterschiedliche Personen. Wir benutzen nur die Frisur, die Art zu gehen und so weiter als ein Kriterium, um diese Verschiedenheit festzustellen. Alle Kriterien allerdings, die wir nutzen, um menschliche Personen zu individuieren, sind in irgendeiner Weise mit dem Körper verbunden. Also wie jemand aussieht, wie die Stimme sich anhört, wie jemand geht, wie jemand lacht und so weiter und so fort. Alles das hat irgendwie einen Bezug zum Körper. Das sind alles Dinge, die sich nicht ohne irgendwelche körperlichen Eigenschaften oder körperlichen Vorgänge verständlich machen lassen. Das kann dann aber alles nicht mehr funktionieren bei der körperlosen Seele. Wenn Sie jetzt beispielsweise sich in eine Seance begeben mit einem Medium und das Medium stellt einen Kontakt zu Ihrer verstorbenen Großmutter her. Wie könnten Sie in dieser Situation erkennen, dass das, was Sie da hören oder das, was da zu Ihnen spricht, wirklich Ihre verstorbene Großmutter ist und das nicht einfach nur ein sehr geschickter Betrug des Mediums ist? Sie können ja immer nur sehen, was das Medium tut und hören, was das Medium sagt. Sie hören immer nur dessen Stimme und sehen dessen Körper und dessen Bewegungen und so weiter. Also, es ist eigentlich gar nicht unterscheidbar, ob jetzt eine reale, unsterbliche Seele vorhanden ist oder ob das Ganze nur ein geschickter Betrug ist. Dagegen könnte man nun einwenden, dass man sagt, eigentlich ist das aber nur ein epistemisches, ein rein erkenntnismäßiges Problem. Damit wäre gemeint, wir können vielleicht niemals erkennen, dass es sich bei einer körperlosen Seele um dieselbe Person handelt, wie die vorher mal gelebt hat. Aber daraus folgt ja nicht, dass es nicht diese Person ist. Ich weiß ja genau, was der Unterschied wäre zwischen einem Szenario, in dem wirklich meine verstorbene Großmutter anwesend ist und durch das Medium zu mir spricht, und einem geschickten Betrug. Also es ist mir ganz klar, was der Unterschied wäre, was die eine Situation von der anderen unterscheidet. Nämlich im einen Fall ist meine Großmutter wirklich da, im anderen Fall nicht. Ich kann diesen Unterschied vielleicht niemals erkennen,
Also ich könnte niemals mit Sicherheit sagen, welches dieser beiden Szenarien sich gerade ereignet, aber das bedeutet nicht, dass es einen realen Unterschied nicht gibt. Die Identität einer Person feststellen zu können, ist keine Bedingung für das Vorhandensein dieser Identität. Also es kann Identität geben, auch ohne Individuation. Und in dieser Weise ließe sich das Problem der Individuation vielleicht umgehen. Dann bleibt aber das nächste Problem, Nummer zwei, das Problem der Konsistenz. Wir haben ja schon gesehen bei Descartes, dass er argumentiert, ich kann mir vorstellen, ohne meinen Körper zu existieren, also bin ich nicht mein Körper, also bin ich meine Seele. Aber geht das denn wirklich? Die Frage haben wir eben schon gestellt und wir müssen sie jetzt noch mal ein bisschen weiter durchdenken. Liegt vielleicht ein Denkfehler in dieser Annahme, ich könnte mir vorstellen, ohne meinen Körper zu existieren? Klar, ich kann mir vorstellen, dass ich, sagen wir mal, weiter bewusste Erlebnisse habe ohne meinen Körper. Also, dass ich immer noch Sehempfindungen habe, obwohl ich keine Augen habe oder so etwas. Aber wenn wir mal ernst machen mit dieser Idee, was bleibt denn dann eigentlich noch übrig, wenn ich nur noch eine körperlose Seele bin? Ist das nicht eigentlich ein ziemlich trauriger oder vielleicht auch beängstigender Bewusstseinszustand? Überlegen Sie doch mal, was das heißen würde. Es gibt keinerlei Wahrnehmungen mehr, denn wir haben keine Sinnesorgane mehr. Die sind ja alle Bestandteil unseres Körpers. Also nichts kann mehr in unser Bewusstsein von außen reindringen. Wir haben keine Bewegung mehr, denn Bewegung ist ja immer Bewegung des Körpers im Raum. Eine körperlose Seele kann sich nicht durch den Raum bewegen. Es gibt auch keine Berührungen mehr und so weiter und so fort. Das Einzige, was von uns noch übrig bleibt, ist ein denkendes Ding allein mit seinen Gedanken in einem tiefen schwarzen Nichts. Wer um alles in der Welt sollte sowas wollen? Aber vielleicht ist das gar nicht die Idee, die Descartes vor Augen hat. Vielleicht denkt Descartes eher an so etwas wie eine Traumwelt. Also in Träumen ist es ja auch so, dass wir Bewusstseinserlebnisse haben, ohne dass diese Bewusstseinserlebnisse eine körperliche Entsprechung hätten. Also was ich im Traum sehe, sehe ich ja nicht mit den Augen. Also was immer die Ursache der Traumbilder ist, die ich sehe, es sind nicht irgendwelche Lichtreize, die von äußeren Objekten in meine Augen fallen. Und vielleicht sollte man sich diese Welt der körperlosen Seelen als eine Art geteilter Traumwelt oder so etwas vorstellen. Dagegen haben nun andere Philosophen, unter anderem der britische Philosoph Peter Geech, eingewandt, dass diese Vorstellung eigentlich sinnlos ist, also die Vorstellung von einer Traumwelt der körperlosen Seelen. Warum sollte das so sein? Nun, Geechs Argument lautet folgendermaßen: Unsere Begriffe von Sehen, von Wahrnehmen überhaupt, sind aufs Engste mit körperlichen Konzepten verbunden. Also zum Beispiel, könnte ich ja sowas sagen wie: Es ist zu dunkel, ich kann nichts sehen. Was immer Sehen ist, das merkt man an solchen Sätzen wie diesem hier, was immer Sehen ist, es hat irgendwas mit Licht zu tun. Licht, das in unsere Augen fällt. Und die Idee, dass es so etwas wie Sehen geben könnte, für das man weder Licht noch Augen braucht, das löst sich bei näherer Betrachtung, in nichts auf. Also was immer das ist, dieses Sehen ohne Licht und ohne Augen, warum sollte man es überhaupt noch Sehen nennen? Was immer es kann nicht sein, was unter unseren gewöhnlichen Begriff des Sehens fällt. Und dann wissen wir überhaupt nicht mehr, wovon eigentlich die Rede ist. Es muss etwas derart anderes sein, dass dieses Wort Sehen hier gar nicht mehr sinnvoll angewandt werden kann. Und damit wird die Behauptung, dass wir als ein körperloses Bewusstsein weiter existieren könnten, beziehungsweise dass wir uns vorstellen könnten, ein körperloses Bewusstsein zu sein, zu einer Illusion. Unsere Konzepte, unsere Begriffe von bewussten Erlebnissen sind viel zu eng an körperliche Konzepte gebunden, um überhaupt verstehbar zu sein, unabhängig von diesem Körper. Also wenn ich sage, ich kann mir vorstellen, als ein körperloses Wesen zu existieren, dann stimmt das eigentlich nicht. Dann muss ich zumindest implizit irgendwo in meinen Begriffen, die ich dann verwende, wieder die Vorstellung eines Körpers hineingeschmuggelt haben. Das ist das zweite Problem, das der Konsistenz, und dieses Problem zu lösen ist bedeutend schwieriger als das erste Problem der Individuation. Noch gravierender ist Problem Nummer drei. Problem Nummer drei, das Problem der Identität. Und das ist vielleicht der entscheidende Einwand gegen eine unsterbliche Seele. Wir wissen ja schon aus den vorherigen Sitzungen, damit es ein Leben nach dem Tod geben kann oder damit ein Leben nach dem Tod auch mein Leben nach dem Tod ist, muss ich mit der Person nach dem Tod identisch sein. Also ich muss meine körperlose Seele sein, heißt das für uns. Aber
Was garantiert denn eigentlich in diesem Szenario Identität? Also was macht die körperlose Seele, die nach meinem Tod weiter existiert, zu mir? Für die Seelentheorie ist diese Frage eigentlich selbstverständlich. Die Seele ist ja der Träger der Identität. Die Seele ist das, was Identität ausmacht. Also wenn meine Seele weiter existiert, dann ist es quasi per Definitionem so, dass ich selbst weiter existiere. Aber wieso? Wie macht man eigentlich die Identität einer Seele fest? Die Identität einer Seele ist relativ schwer zu erklären, denn anders als bei materiellen Dingen können wir nicht so etwas wie eine Kontinuität der Seele beobachten. Wir können nicht beobachten, dass die Seele immer die gleiche bleibt im Verlauf der Zeit. Ganz einfach, weil die Seele selbst unserer Beobachtung entzogen ist. Und an dieser Stelle kommt jetzt ein wichtiger Einwand von John Locke ins Spiel. Er sagt, was wichtig ist bei unserer personalen Identität. Das ist die Identität der Person und die Identität der Person ist eben nicht dasselbe wie die Identität der Seele. Wir setzen also quasi auf das falsche Pferd, wenn wir behaupten, es kommt nur auf die Identität der Seele an. Locke schreibt dazu, nehmen wir an, jemand denkt über sich selbst nach und kommt zu dem Schluss, dass er einen immateriellen Geist in sich habe, der das ist, was in ihm denkt und ihn bei dem fortgesetzten Wechsel in seinem Körper als denselben erhält. Also die Seele ist das Prinzip der Identität. Dieser Geist sei das, was er sein Selbst nennt. Stellen wir uns ferner vor, der betreffende Mensch nehme an, dieser Geist sei dieselbe Seele, die bei der Belagerung von Troja, dem Nestor oder dem Thersites innegewohnt habe. Wird oder kann sich dieser Mensch, der keinerlei Bewusstsein von einer einzigen Tat des Nestor oder des Thersites hat, dann vorstellen, dass er mit einem dieser beiden Männer identisch sei? Somit erstreckt sich dieses Bewusstsein auf keine Handlung eines dieser Männer. Folglich ist ein solcher Mensch ebenso wenig mit ihnen dasselbe Ich, wie wenn die Seele oder der immaterielle Geist, die ihm jetzt innewohnen, in dem Augenblick geschaffen worden wären und zu bestehen angefangen hätten, als sie in seinen gegenwärtigen Körper eintraten. Die Seele, sagt Locke hier, ist also eigentlich nur ein Ding. Sie ist ein immaterielles Ding, klar, und insofern unterscheidet sie sich von den anderen Dingen, die es so in der Welt gibt, aber das heißt trotzdem nicht, dass sie noch mehr als ein Ding wäre. Sie ist nur ein Gegenstand. Sie ist Träger des Bewusstseins, ja, aber sie ist nicht das Bewusstsein selbst. Daher muss man eigentlich sagen, die Identität der Seele als irgendeines immateriellen Dinges ist für mich genauso irrelevant wie die Identität des Körpers. Die Moleküle, aus denen mein Körper besteht, die ändern sich unablässig, aber mein Körper bleibt natürlich derselbe. Also mein Körper heute und mein Körper vor 20 Jahren haben wahrscheinlich kein einziges Atom mehr miteinander gemeinsam. Trotzdem ist es immer noch derselbe Körper. Die Kontinuität des Körpers ist eben das, worauf es hier ankommt. Und ebenso ist es jetzt beim Geist. Die Kontinuität des Bewusstseins, also die Kontinuität der Erinnerungen oder die Kontinuität der Erste-Person-Perspektive ist das, worauf es ankommt, nicht die Substanz, die dieses Bewusstsein trägt. Sie erinnern sich an Locke's Theorie der personalen Identität vom letzten Mal mit den Erinnerungen. Ich bin nur dann mit einer anderen Person identisch, also dann ist es eben keine andere Person, also ich bin nur dann mit einem früheren Stadium meiner Person identisch, wenn ich eine Erinnerung an dieses frühere Stadium habe. Ob ich jetzt mit diesem früheren Stadium die gleiche Seele im Sinne von das gleiche immaterielle Ding teile oder nicht, das ist vollkommen irrelevant. Es kommt nicht darauf an, dass das frühere Stadium und das jetzige Stadium das gleiche Ding besitzen, also die gleiche Seele besitzen, sondern dass sie einen kontinuierlichen Bewusstseinsstrom haben. Erst dadurch kommt Identität zustande. Es ist also nicht die Seele, die Identität garantiert, sondern das Bewusstsein. Und diese beiden müssen voneinander getrennt werden. Die Seele ist der Träger des Bewusstseins, aber nicht das Bewusstsein selbst. Verschiedene Personen könnten sich ja, deutet Locke in dem Szenario hier an, diese Substanz teilen im Laufe der Zeit, also diese Seelensubstanz. So wie sich verschiedene Personen auch die materielle Substanz für ihre Körper teilen können. Also die Atome, die in meinem Körper drin stecken aktuell, steckten vor 200 Jahren vielleicht in einem ganz anderen Körper drin. Also durchaus möglich, dass verschiedene Personen sich verschiedene materielle Materiestückchen teilen für ihre Körper. Warum soll es mit der Seele also nicht anders sein? Warum könnte nicht die Seele, die gerade in meinem Körper wohnt, früher in einem anderen Körper gewohnt haben? Meine Seele gehört also aktuell mir. Sie trägt mein Bewusstsein. Und wenn sie in der Zukunft jemand anderem gehört
und ein anderes Bewusstsein trägt, dann, sagt Locke, dann macht mich das ja noch nicht zu dieser Person. Die Seele ist sozusagen wie ein Auto, das nacheinander mehrere Besitzer hat. Wer immer das Auto besitzt, ist natürlich der Besitzer dieses Autos. Aber daraus folgt nicht, dass das Auto immer den gleichen Besitzer hat, also dass die Identität des Besitzers sich niemals verändern würde, nur weil das Auto immer das gleiche bleibt. Also, selbst wenn es eine unsterbliche Seele gäbe, wonach es aktuell tatsächlich nicht aussieht, nach all den Argumenten, die wir durchgesprochen haben, selbst wenn es die unsterbliche Seele gäbe, wäre das für mich eigentlich nicht relevant. Es wäre für mich nicht so wichtig, ob die Seele weiter existiert oder nicht. Für mich ist interessant, ob ich weiter existiere, nicht ob meine Seele weiter existiert. Und das ist, wie wir bei Locke jetzt gerade gesehen haben, eben nicht das Gleiche. Klar, wenn man in irgendeiner Weise erklären könnte, wie die Seele das fertigbringt, die Kontinuität des Bewusstseins aufrechtzuerhalten, also wie die Seele garantieren kann, dass das Bewusstsein kontinuierlich weiterläuft, wie die Seele den Bewusstseinsstrom sozusagen in eine Einheit fassen kann, dann wäre klar, dass ich mit der Existenz meiner Seele auch als ich diese Person weiter existiere. Aber solange das nicht der Fall ist, solange es hierfür keine schlüssige Erklärung gibt, bleibt die unsterbliche Seele eine überflüssige Annahme.